Kennt ihr das? Wenn ihr manchmal so da sitzt und euch dann spontan einfällt, dass eure Freundin den nächsten Geburtstag hat und ihr deswegen quasi vielleicht ein Geschenk für sie besorgen müsst. Und dann habt ihr so dieses Problem und ihr überlegt krampfhaft und fieberhaft, was ihr denn eigentlich organisieren könnt. Bis euch dann irgendwann mal einfällt, hey, ihr seid kreativ. Macht doch was Kreatives für sie. Also habe ich mir überlegt, was könnt ihr denn gefallen? Und ich habe ja letztes Jahr einen Pop selber gebastelt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was kannst du denn dieses Jahr machen? Sie ist ein großer Fan von der alten Sailor Moon Serie. Und sie fand dieses Selbstgestalten von irgendwas nicht so übel. Lass doch einfach mal selber einen Schuh gestalten. Pam! Und dann habe ich mir überlegt, hey, das ist eigentlich sogar eine richtig gute Idee. Ich müsste mir nur irgendwie eine Vorlage davor gestalten, damit ich weiß, was ich überhaupt auf diesen Schuh drauf malen soll. Ah, hey, du hast ja ein iPad. Das ist ja, also da könnte man ja eventuell und dann habe ich da auch. Hey, ich bin eigentlich echt richtig zufrieden und das könnte richtig cool aussehen auf einem Schuh. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße. Ein Paar bedeutet zwei Schuhe, scheiße. Dann muss ich mir auch noch dafür was überlegen. Und dann kam das dabei raus. Und dann habe ich gedacht, ja, die zwei Sachen könnte ich eigentlich auf den Schuh machen. Und das mache ich jetzt auch. Brauche ich ihn alles dafür. Und dann habe ich mal recherchiert im Netz und dann habe ich gedacht, fuck, ist das teuer. Hier ist alles, was ich gekauft habe. Und dann kam einmal das hier an und das hier noch. Das hier alles und was zum Mischen und vielleicht noch was zum Mischen und was zum Abkleben. Aber da fehlt ja noch was. Brauche ja auch noch das zum Draufmalen. Sind die klassischen Vans Slip-On in White. White deswegen, weil diese Schuhe natürlich eine gewisse Farbe absorbieren müssen. Und das Problem an der Sache ist, wenn du es auf schwarz malst, brauchst du ungefähr 18 Lagen, geschätzt, bis das Ganze einzieht. Und auf weiß sind es halt meistens nur zwischen 2 und 3 Lagen, die man benötigt. Deswegen die weißen Schuhe. Man kann es natürlich auf schwarz oder auf blau oder auf grün machen. Weiß ist halt immer die perfekteste Vorlage, wenn man irgendwas zeichnen will. Deswegen ist auch das Papier weiß. Hm? Yeah. So, was habe ich hier alles rumliegen? Ich habe hier auf der einen Seite diese Pinsel. Das sind, dass man sie auch hier oben genau erkennt, unterschiedlichster schwarzer, in verschiedensten Größen und Dicken und Ausführungen, unterschiedlichste schwarze Stifte. In diesem Fall verschiedene. Wir haben Kalligraphie-Pens, wir haben von Molotov Blackliners, die halt gut für Outlines sind. Hier irgendwie Copic Multiliners, die wasserresistent sind und einen normalen, den brauche ich nicht. Aber man kann ja Farbe gar nicht damit auftragen. Deswegen einen Satz an Pinseln geholt, die extra für Lederfarben sind. Details, klein, normal, mittel, unterschiedliche Spitzen für unterschiedliche Situationen. Dann kommen wir zum Hauptspezial, super Lederfarben. Meine Fresse, waren die teuer. Was habe ich mir rausgelassen? Ich habe mir eine Anfängerkollektion, eine, hey, du brauchst noch keine 600 Farben, sondern nur ein paar, dann nimm doch die. Standard Weiß, falls ich Highlights setzen möchte, Standard Schwarz für alles, um jede Farbe dunkler oder heller zu machen, natürlich auch sehr gut zu gebrauchen. Und klassisches Orange, klassisches Pink, mischen klassisches Grün, klassisch Gelb, klassisch Blau, klassisch Rot. Daraus lassen sich allein schon, denn die Farben lassen sich untereinander mischen, alle erdenklichen Farben erzeugen, was schon mal sehr gut ist. Dann hätte ich hier zum Beispiel noch diese schöne Lilac, heißt es. Spezielles, fliederiges Lila. Und das ist eine sehr schöne Farbe. Die ist relativ schwierig anzumischen. Einfach so aus dem Ding aus. Stinknormales Braun. Für wenn ich mal Erde auf den Schuh malen möchte, wenn er nicht schmutzig genug ist, wenn ich durch den... Okay. Purple, was auch eine sehr schöne Farbe ist, die relativ schwierig anzumischen. Und dann die Farbe, die ich sehr viel benutze, meine Turquoise. Oder in diesem Fall ein echt verrücktes Hellblau mit so einem grünen Tick. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt hierfür praktisch ist. Das muss ich erstmal austesten.
Es nennt sich Too Soft. Ein Mittel, das kippst du im 1:1-Verfahren quasi mit deiner Farbe zusammen und dann macht es die Farbe weicher. Und wenn du es dann aufträgst auf dein Textil, sei es jetzt eine Jeansjacke, eine Lederjacke, Lederschuhe oder was auch immer, dann härtet die nicht aus. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch damit einigermaßen auskennt, dann härten diese ganzen Sachen so an und dann sind die so steif, so das ist ja keine Qualität. Und mit diesem Too Soft, das dringt irgendwie in die Faser ein und dann ist es noch schön weich. Voll geil. Anfang relativ einfach. Man fängt an mit dem Bleistift die Skizze, die man davor gemacht hat, auf den Schuh zu übertragen. Was man beachten sollte in diesem Fall ist, wie ihr seht, ich brauche eine relativ flache Sohle und die habe ich so nicht. Und dann wird das mal ein bisschen schwierig. Deswegen holt euch irgendwie ein bisschen Papier von irgendwo. In meinem Fall ganz praktisch, ich habe mir einen neuen Schuh gekauft. Und da habe ich dieses hier aufgehoben, denn ich wusste, was ich noch zu tun habe. Deswegen, ich stopfe mir das einfach rein. Ja, fühlt sich gut an. Funktioniert in dem Fall. Fühlen, ob da irgendeine Lücke ist. Nee, fühlt sich gut an. Dann sollte man sich überlegen, auf welchen der beiden Seiten man was drauf machen will. Und ich fange in dem Fall mit diesem hier an. Vorlage ist soweit, Bleistift ist soweit. Zeitraffer, bis ich fertig bin. Los. Geht es eigentlich auch schon an die richtige Sache ran, und zwar das Allerwichtigste, tapen. Das hier ist stinknormales Bandtape und dann nimmt man sich den Schuh und dann fängt man an, drumherum zu tapen. So, und bei dem Prozess muss ich ganz ehrlich sein, investiert da lieber 10 Minuten mehr rein und macht es richtig sauber um die Kanten rum, die ihr nicht bemalt haben wollt, weil es zahlt sich im Endeffekt ganz arg aus, wenn du dann keine Flecken drauf hast und der Rand super sauber ist und musst du auch nicht mehr viel nacharbeiten. Und ich habe es einmal rundherum oben abgetaped. Den unteren Teil brauche ich nicht, da ich nicht wirklich viel dran machen werde, sondern ich werde ja nur diese Fläche hier bemalen. Was ich natürlich noch machen könnte, ist das hier innen tapen. Aber das entscheide ich dann spontan, ob ich das noch mache. Und wenn wir das hier alles rundum maskiert haben, dann können wir auch schon anfangen mit der Base Color. Und dann nehme ich mir einmal dieses schöne Turquoise und Blau und Too Soft. Vermische quasi diese Farben zur Base Color, die ich gerne nachher hätte. So, und dann fangen wir an. Nachdem jetzt die erste Schicht fertig ist, könnte ich das jetzt entweder mit einem Heißföhn trocknen, dann wird es so 5 Minuten ungefähr bei 300 Grad dauern, dann wäre das Ding durch. Oder ich lasse es normal trocknen, weil ich keinen Heißföhn habe. Ich bin jetzt zweimal mit dieser schönen hellblauen Farbe hier vorne drüber gegangen und habe quasi alles außenrum um die Figuren eingefärbt, und zwar mit zwei Coats. Und dann bin ich noch mit diesem schönen normalen Blau hier über die Seiten gegangen, damit man das mal besser sieht. Ich hier über die Seiten gegangen, habe quasi von innen heraus blaue Striche aufgetragen und dann mit so einer Bewegung und dann etwas von diesem Hellblau, dann quasi zu mischen mit diesem Hellblau hier mit so einer Bewegung
das Ganze etwas verwischt. Dann bekommt man so einen leichten, wenn es getrocknet ist, so einen leichten verlaufenden Schuh. Und während der zweite Schuh noch trocknet, fange ich jetzt hier an, mal mit den Hautfarben, also mit der Base Color für die Hautfarbe, diesen Schuh zu verschönern. In dem Fall sage ich dann einfach mal Zeitraffer, ne? Nachdem ich jetzt fertig bin mit den Base-Farben auf den beiden Schuhen, werde ich jetzt quasi Schatten legen, damit das Ganze ein bisschen plastischer wirkt. Zeitraffer! Jetzt kommt das, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe, nämlich der allerbeste Teil, wenn man irgendwas selber macht, und zwar Outlines und Details. Dann habe ich Bock. Los geht's. So, dann bin ich jetzt auch mit den Details fertig und soweit gefällt es mir ganz gut. Jetzt fehlt mir nur noch eine Sache, und zwar brauche ich ein bisschen Glazing, damit das Zeug nachher auch wasser- und staub- und kratzfest ist.